Und bei mir im Studio ist Claudia Kade, Leiterin der Politikredaktion. Schön, dass du da bist. Wie erklärst du dir denn, dass ein Spitzenpolitiker der Bundesregierung die Wähler im Osten pauschal in die rechte Ecke stellt und das vor einer so wichtigen Wahl? Ja, ich finde es auch extrem unglücklich, was Marco Wandewitz gemacht hat. Ich glaube, sein Kernpunkt war, dass er darauf hinweisen wollte, dass es tatsächlich im Osten Deutschlands, wenn man die Geschichte sich der letzten 30 Jahre nach der Wende anschaut, immer mal wieder Probleme mit rechtsextremen Parteien und auch Wählern gab. Aber ich finde, er macht da den ein oder anderen Denkfehler tatsächlich. Also wenn er sagt, die Diktaturerfahrung ist mit ein Grund dafür, dass die AfD im Osten so stark gewählt wird, dann finde ich, blendet er aus, dass es auch starke junge Wählergruppen gibt, die der AfD zusprechen und auch ihr die Stimme geben. Das haben wir bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg vor 2 Jahren gesehen. Und die haben ja gar keine Diktaturerfahrung. Also da sind so ein paar, finde ich, argumentative Schwächen, die Wandewitz da bringt. Und ich glaube, das hilft auch nicht seiner Partei vor der Landtagswahl. Ja, wird das Stimmen kosten? Das ist die Frage. Also wir Journalisten sollten, glaube ich, nicht versuchen, Wahlergebnisse vorwegzunehmen. Das ist einfach ein demokratischer Entscheidungsprozess dann an dem Tag selbst. Aber ich glaube, dass es einfach generell nicht gut ist und vielleicht auch ein bisschen paternalistisch ist, die Wählerstimmen für die AfD immer zu interpretieren. Also es wird ja auch oft von Experten gesagt, das ist, sind Proteststimmen zum Beispiel. Und ich würde denken, wir müssten einfach die Wählerstimmen so nehmen, wie sie sind tatsächlich. Es ist so, dass die AfD, obwohl sie offen in großen Teilen rechtsextreme Tendenzen an den Tag legt, trotzdem oder vielleicht deswegen von einigen gewählt wird. Und ob das unbedingt immer eine Protestentscheidung ist, da würde ich Fragezeichen machen. Und werden diese Aussagen oder auch die AfD heute Thema sein bei der Ministerpräsidentenkonferenz Ost? Ich glaube, die AfD ist immer unterschwellig ein Thema, wenn es um Ostdeutschland geht. Es wird natürlich heute eher um Fragen gehen, wie kommt die ostdeutsche Wirtschaft aus der Pandemie? Was kann man noch bei Angleichungen zwischen bei Löhnen und Renten in einzelnen Bereichen machen zwischen Ost und West? Tiefgreifende Beschlüsse erwarte ich da nicht. Aber es sind tiefgreifende Themen und die haben immer mit der AfD zu tun, weil es immer darum geht, wie können wir den Zulauf stoppen. Die anderen Parteien wollen das ja. Und ich glaube, das ist übrigens auch ein Problem der CDU im Osten, dass sie den Bezugspunkt immer bei der AfD sucht, nicht bei sich selbst. Und dadurch gerät man ja immer in Abhängigkeit zu dieser Partei. Und das, glaube ich, wäre für die Union eher hilfreich, aus sich selbst heraus wieder erkennbar zu werden, Konturen zu gewinnen und nicht sich immer sozusagen auf andere Parteien zu beziehen. Also was heißt das genau? Was kann die CDU tun, um die AfD, um die Konkurrenz auf Abstand zu halten? Ich denke, sie sollte sich wieder auf sich selbst besinnen. Wir hatten ja in der Ära Merkel tatsächlich eine CDU, die inhaltlich möglichst konturlos blieb, um keine Angriffsfläche zu bieten. Und ich würde denken, es wäre jetzt sinnvoller, tatsächlich vor allem, wenn es eben um die Konkurrenz zur AfD geht, sich abzugrenzen auf jeden Fall. Also dabei zu bleiben, keinerlei politische Zusammenarbeit einzugehen. Aber tatsächlich sich auf sich selbst zu besinnen und den Bezugspunkt nicht bei der AfD zu suchen, sondern selber Konturen, Profil zu suchen, eigene Themen zu setzen und dadurch dann erkennbarer zu werden. Warum ist die AfD denn so populär, vor allem im Osten? Ja, das ist die Frage. Also es gibt da verschiedene Ansatzpunkte. Das Demokratieverständnis, das Herr Wandewitz angesprochen hat. Ich glaube, es liegt auch daran, dass die AfD eher grundsätzlich in der Opposition ist und man alle Unzufriedenheit, die man mit den Landesregierungen hat oder auch mit der Bundesregierung in Berlin hat, dann in Wählerstimmen für die AfD ummünzen kann. Das ist sozusagen relativ einfach. Das ist bestimmt auch ein Erkläransatz. Und inwiefern muss die CDU beunruhigt sein, dass die sogenannte Werteunion ja jetzt mit Max Otte einen Vorsitzenden gewählt hat, der der AfD nahesteht? Ja, das ist in der Tat eine tiefgreifende Veränderung bei der Werteunion, diesem konservativen Zusammenschluss innerhalb der CDU-CSU. Aber wir sehen, dass diese Wahlentscheidung für Max Otte die Werteunion sehr durcheinander rüttelt. Und die Strategie von Armin Laschet ist es jetzt, vom CDU-Parteichef, einfach sich mal zurückzulehnen, abzuwarten, ob die sich möglicherweise jetzt einfach selbst zerlegen nach dieser Wahl. Die Wahrscheinlichkeit ist übrigens tatsächlich gestiegen. Ich glaube, die Werteunion wird jetzt lange daran zu kämpfen haben mit diesem neuen Vorsitzenden. Sagt Claudia Kade. Danke für deine Einschätzung. Sehr gern.